Ich freue mich ganz besonders, dass heute wieder das internationale Begegnungsfest stattfinden kann. Lange nach Corona, davor haben wir es ja auch immer gemacht, da haben wir es abends gemacht. Ich freue mich, dass so viele Familien da sind. Wie der Schulleiter von der Bubenhagen-Schule schon gerade sagte, die Multikulti-Bubenhagen-Schule, dass hier 17 Nationen zurzeit an die Schule gehen, über 200 Kinder. Und ich glaube, das Begegnungsfest spiegelt es gut wider. Wir haben tolles Wetter, wir haben eine tolle Stimmung, es gibt tolles Essen. Und ich freue mich einfach, hier zu sein. Dankeschön. Wir sind hier heute in unserem Forum für Friedrichsberg, in unserem Stadtteil Friedrichsberg, im Rahmen der interkulturellen Woche, die dieses Jahr wieder stattfindet, bundesweit stattfindet, mit über 500 Gemeinden, die sich beteiligen, durfte ich heute das Begegnungsfest eröffnen hier in unserer Bubenhagen-Schule. Und es ist ein bisschen Trubel hier, viele verschiedene Kulturen, die hier zusammen feiern und fröhlich sind, und genau so soll das sein.